Ciao a tutti, heute gibt es ein, wer hätte das gedacht, Pasta-Gericht mit grünem Spargel heute. Ich habe mir gedacht, wir nutzen mal so ein bisschen die saisonalen Highlights, denn Spargel, das gibt es bei einigen Gerichten auch in Italien. Und ich würde einfach mal sagen, wir legen jetzt los. Es wird richtig gut. Dafür brauchen wir Grünspargel, hier mal eine Stange, ich habe natürlich noch ein paar mehr davon. Wir brauchen rote Zwiebeln, Knoblauch, Parmesan, ein bisschen Weißwein und das Wichtigste natürlich die Pasta. Was braucht jeder gute Italiener, bevor er überhaupt irgendwas an irgendeinem Tag beginnen kann? Einen Schluck Espresso, den habe ich mir netterweise machen lassen. Ein wichtiger Schluck, aber jetzt geht's los. Ich beginne mit dem Ding hier. Wie ihr das nur unschwer erkennen könnt, eine rote Zwiebel. Und das ist quasi der Startpunkt für dieses Gericht. Und relativ gut abziehen die Haut eigentlich. Ich dachte jetzt, okay, wieder der Vorführeffekt mit der Kamera, dass es nicht klappt. Aber haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Sonst schälst du dir immer wieder eins. Ja. Gut. Die rote Zwiebel ist schon mal geschält. Bevor wir jetzt den Knoblauch machen, beziehungsweise den Knoblauch schälen, tun wir schon mal so ein bisschen Olivenöl hier in die Pfanne pappen. Das erhitzen wir auch alles schon mal so ein bisschen und dann machen wir uns an den Knoblauch, damit das schon mal so ein bisschen Wärme kriegt und dann alles da rein und brutzeln lassen. Spargel. So. Was machen wir als erstes? Schälen. Ja, aber was ist denn mit euch da draußen? Mögt ihr Spargel eigentlich auch? Und wenn ja, vor allen Dingen, lieber weiß oder lieber grün? Und habt ihr schon mal Pasta mit Spargel gegessen? Das würde mich da auch interessieren, weil als ich das nämlich mal das erste Mal für Freunde gemacht habe, kam nämlich auch immer erst sowas wie, oh, Spargel und Pasta, das geht auch. Ja, jetzt geht's sogar richtig gut. Und es schmeckt vor allen Dingen richtig gut. Wir machen die Köpfe einmal ab. Das ist ja so immer das Deluxe-Stück, ne? Jeder will ja immer die Köpfe haben. Ich finde die persönlich auch mit am geilsten. Wir machen jetzt hier so ein paar kleinere Stücke raus. Jetzt kommt der Spargel in die Pfanne. Und die Nudeln natürlich. Tada! Rein damit. So, liebe Lisa, du hast dich ja gerade darüber beschwert, dass wir ein bisschen wenig Wein nehmen. Es kommt wieder ein Schluck Wein jetzt zum Spargel dazu. Ein bisschen lasse ich natürlich wieder für den Koch übrig. Die Pasta hat jetzt ungefähr die Hälfte der eigenen Kochstrecke erreicht. Was machen wir also? Wir nehmen jetzt hier so einen Kochlöffel, nehmen uns so ein bisschen was von dem Nudelwasser. Die Pasta hat auch schon so ein bisschen Stärke abgegeben. So eine ganze Kelle und packen das dann hier zu dem Spargel. Am Ende soll das ja alles wirklich so eine sehr dickflüssige, sudartige Konsistenz kriegen, die sich so richtig um die Pasta drumherum legt. Und sich auch richtig gut mit der Pasta verbindet. Die Pasta, die ist jetzt fast fertig, ist noch sehr al dente. Ich habe den Topf schon mal ausgedreht. Was ihr jetzt machen könnt, also das müsst ihr nicht, das mache ich ganz gerne, die grünen Spargelspitzen aus dieser Masse erst entfernen. Und sobald wir das dann erledigt haben, kommt der letzte wichtige Step. Das war's. Das Schwenken auch wieder klappt, hä? Oh, ich bin gespannt. Jetzt der Parmesan. Jetzt lassen wir es Käse regnen oder schneien. Halt nochmal das extra Topping oben drauf, wenn es schön cremig wird, ne? Genau. Lecker wird so oder so. Das auf jeden Fall. Pfeffern. Bisschen Schuss muss da ja auch hin. Pfeffern mit einer Mühle, wo was drin ist. Sieht schon deutlich besser aus. Gericht nahm. Das hat eine mega geile Cremigkeit, oder? Also guck dir das mal an. Ich finde das so richtig. Ein Traum, so. Eins geht noch.
Let it snow, let it snow, let it snow. Zack. Meine liebe Lisa, so eine leckere Pasta mit grünem Spargel. Und jeder, der das nicht nachkocht, hat selber Schuld, dass er sowas Geiles niemals gegessen haben wird. So, liebe Leute, das war's mit unserer Pasta mit grünem Spargel. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Gebt uns da gerne einen Daumen für nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert fleißig, wie in den letzten Videos auch. Abonniert den Kanal, verpasst nichts. Und wir sehen uns beim nächsten Rezept. Adios.